Herzlich willkommen zur nächsten Hometown Story Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin so Ivo und ja, wir müssen ja hier den Tag noch zu Ende machen von der letzten Episode und müssen gucken, dass wir unseren Laden hier aber auch voll bestückt haben. Was hast du denn zu erzählen? Wo gibt es gutes Brot? Ja, Brot ist leider aus, meine Liebe. Haben wir nicht mehr. Tut mir leid. Wie wär's mit Sahnetorte? Ja, gut. Genau wie gedacht. Perfekt. Danke dafür. Pilze haben wir noch. So, Pilze, Preis noch ein bisschen erhöhen. So, gucken wir mal. Du musst dann mal Pause machen, das gehört auch zur Arbeit. Anna, vielleicht kannst du ja auch ein Restaurant zum Laufen bringen. Dann nimm mal den Pilz mit, der ist ja was für dein Restaurant. Oder nicht? Die wird wahrscheinlich auch so Töpfe und so ein Zeugs kaufen. Weil die kauft tatsächlich den Pilz, wie erwartet. Zack. Nächstes. Der kauft auch einen Pilz. Ist ja krass. Weil wenn die wüssten, dass man die einfach auf der Straße aufsammeln kann, die würden mir nicht so viel Geld geben. Was hast du zu erzählen? Heute bin ich alleine, ich bin kein kleines Kind mehr. Solange du was kaufst, ist mir das recht. Wie wär's mit dem Bleistift? Bleistift ist doch was, oder? Wie sie alle die Pilze haben wollen. Verrückt. Irgendwie so ein Krautding mal hinlegen. Ach, kostet jetzt auch 40. Ist vielleicht ein bisschen teuer, aber was soll's. Die Dinger will ich aber auch noch ein bisschen teurer loswerden eigentlich. Wenn da schon jemand herkommt, dann. Deswegen. Soll es auch ein bisschen was kosten. Was hast denn du zu erzählen? Ich habe in letzter Zeit viel Fleisch gegessen. Hey, was starrst du auf meinen Bauch? Tut mir leid, wollte ich nicht. Du hast mir das erzählt. Hier hast du deinen Stift. Guck mal hier, ich habe noch Milch und sowas. Okay, aber sowas da irgendwie noch. Was soll's. Guck mal, wenn er was kauft von dem Kack. Kaufen wir das Grundzeug. Danke. Vielen Dank, Herr Kunde. So muss weitergehen. Aber bald sind wir ausverkauft. Das ist nicht so schön. Wir haben echt fast nichts mehr. Das ist übel. Was, Opa hier? Alter, mein Laden ist ja richtig voll hier. Drei Leute da. Ohne Milch verdickert. Perfekt. Das da müssen wir mal hinlegen. Ah, dann bleiben wir mal bei 10. Das ist sonst auch zu teuer. Der kauft es tatsächlich, der Opa. Hier direkt ein neues hin. Was hast du zu erzählen? Ach ja, immer diese Pausen. Sowas habe ich keine Zeit. Vielen Dank. Gleich sind wir ausverkauft. Wer hätte das gedacht? Das wollte ich da eigentlich gar nicht hinlegen. Wollte das da eigentlich da ja hinlegen. Können wir aber noch beißen, bis ich was mache. Zack. Ich habe in letzter Zeit viel... Ah, du schon wieder. Hast du auch schon mal erzählt, meine Liebe. Hauptsache, du kaufst komisches Kraut. Das ist das Wichtigste. So, jetzt haben wir nur noch zwei Sachen zu verkaufen aus der Tasche. Und hier ein bisschen Holz und sowas hätten wir noch. Okay. Wird also ein bisschen eng. Also jetzt erstmal zu für heute. Also haben wir den Laden gut überstanden. Mal gucken, was wir gemacht haben. Wir haben heute mal Plus gemacht, 770 Plus gemacht, 21 Teile verkauft, Besucher Höchstzahl 32, Waren im Besitz 30, Teile der blauen Feder immer noch 1 von 7. Okay. Interessant, unser Haushaltsbuch. Gut, Tag ist vorbei. Frag mich, ob wir Wochenends zu haben müssen oder so. Passwörter, Einwohnerliste. Achso, jetzt kennen wir hier ein paar, aber immer noch nicht so viele. Ich verstehe. Da gibt es also noch einige, die wir kennenlernen müssen. Haushaltsbuch. Das ist aber auch sowas, wo ich nicht herausfinden kann, wo ich
Sachen bauen muss als nächstes. Das will ich ja. Hilfe vielleicht. Hilfe klingt doch gut. Kundenfavoriten, mehr Einwohner. Wenn dein Laden Erfolg hat, werden mehr Leute Lust bekommen, in dieses Dorf zu ziehen. Umso lebhafter das Dorf wird, desto mehr Kunden wirst du auch bekommen können. Okay, Gegenstände kombinieren, bla bla. Das ist immer alles schon Steuerung, das Haushaltsbuch, die Einwohnerliste, Passwörter. Wenn du dich anstrengst, kannst du Belohnungen erhalten. Sorge dafür, dass dein Laden erblüht und heim so viele Belohnungen ein. Irgendwas steht alles wissenswert über die Dorfkunde, du findest ja auch die Lieblingsgegenstände der Leute, also stelle ein paar Waren im Laden auf, die den Leuten gefallen könnten. Okay, also so richtig, denk mal, wir werden erstmal noch weiter Sachen vertickern müssen, bevor wir da, bevor wir da so richtig zu Zuge kommen, was jetzt das Erweitern vom Laden geht. Aber wir haben ja eh nicht genug Waren, als dass wir einen größeren Laden bestücken könnten momentan. Deswegen passt das doch, denke ich. Oh, wieder ein Video. Wer seid ihr beiden denn? Die sehen ziemlich gleich aus. Gustav? Ne, das ist Heinz und das ist Gustav. Zusammen sind sie Heinz Gustav. Heinz Gustav, was geht ab? Oh, es könnte regnen, oder was? Wenn ich so in den Himmel gucke. Schauen wir mal. Machen wir erstmal unseren Laden auf, wie jeden Morgen. Da kommen sie auch schon. Oho, hier gibt es also sogar so einen Laden. Stimmt. Luck, ich habe mich für dieses Dorf entschieden. Ja, Luke. Ich mich auch. Lucky Luke, okay. Wir sind Zwillinge und heißen Luke und Luck. Wir betreiben beide eine Schmiede. Ja, wir sind in der Ausbildung. Ja, genau, wir sind noch in der Ausbildung. Wir suchen unseren Meister. Luck, du musst nicht alles ausplaudern. Wir haben eine Bitte, du verkaufst hier so ziemlich alles, oder? Ja, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich kaufen soll. Nein, Luck, das meine ich nicht. Hä? Also, ich wollte fragen, ob du unsere Werke hier verkaufen könntest. Ja, natürlich kann ich das. Wirklich, vielen Dank, wir zählen auf dich, Partner. Luke, ich dachte, ich wäre dein Partner. Alle guten Menschen sind meine Partner. Wir verlassen uns auf dich. Bitte verkaufe viele von unseren Werken. So werden wir hoffentlich unseren Meister finden. Also Luck, ran an die Arbeit. Ich muss mich anstrengen. Hehehehe. Okay, jetzt haben wir jetzt neue Einwohner wohl bekommen. Bei denen wir neue Sachen zu kriegen scheinen, die wir dann weiter vertickern können. Sehr interessant. Und sehr gut. Aber wir gehen jetzt erstmal raus. Oh, da ist er, ja? Du hast alles. Toll, dann gehen wir jetzt an einen ganz besonderen Ort. Zu dir wollte ich eh, Herbie. Das passt mir ganz gut. Ha! Jetzt können wir hier in den geheimen Wald rein, okay? Sehr geil. Eine Schatztruhe. Wie findest du es? Hier ist mein geheimes Versteck. Es ist aber noch nicht ganz fertig. Ach ja? Oh, genau. Gib mir bitte den Spielzeugroboter, Soivo. Dankeschön. Aber das gehört noch nicht dir, Herbie, sondern dem Laden. Ach komm, sei doch nicht so. Dafür habe ich euch mein geheimes Versteck gezeigt. So gehen wir langsam nach Hause. Ist klar. Ich hoffe, hier gibt es irgendwas Tolles, sonst hat sich das nicht gelohnt. Da gehen wir auf jeden Fall als nächstes hin. Du darfst dieses Versteck benutzen, wann immer du willst. Aber du darfst es niemandem verraten, okay? Das ist unser Geheimnis. Da war einfach mal ein S zu viel. Diesem Versteck fehlt aber noch das gewisse Etwas. Und was ist das? Ich sag's dir nächstes Mal. Okay. Dann gehen wir doch jetzt mal dahin und gucken, ob wir da irgendwas Geiles finden können. Habe ich voll Bock drauf. Blöder Turm da, ey.
Also langsam finde ich mich ja auch gut zurecht, muss ich sagen. Zumindest wird es immer besser. Keine Trüffel diesmal. Ich glaube, die standen ja sonst immer da an dem Baum. So, jetzt kommen wir hier tatsächlich drüber. Das ist ja gut. Gehen wir erstmal gucken, was hier so ist. Das ist auch sein geheimes Versteck hier. Sieht fast wie eine Schatztruhe aus, was da wohl drin ist. Da kann ich nicht aufmachen, oder was soll das denn? Das ist doch Mist. Ich habe gedacht, da kriege ich jetzt einen tollen Schatz. So ein Mist. Naja, gut. Gucken wir uns hier doch erstmal um. Hier kriegen wir wenigstens ein bisschen Grünzeugs, oder? Das nehmen wir auch mal mit, weil verkauft haben wir es ja trotzdem. Auch wenn es nur Grünzeugs ist. Ich sage, wir gucken uns erstmal hier in der Ecke um. Ob es hier noch irgendwas Tolles gibt. Hey, wenn hier nichts Tolles ist, flippe ich aus. So war das ja Geldverbrennerei. Das Zeug war ja nicht günstig. Der Spielzeugroboter und so. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ist doch der Wahnsinn. Das war voll für den Hintern und das im geheimen Wald. Was soll denn das? Naja, vielleicht wird es ja irgendwann noch besser und wir kriegen den Schatz, wenn wir ihm noch mehr geholfen haben oder so. Das ist aktuell meine Hoffnung, muss ich zugeben. Naja, gut, haben wir das zumindest erledigt. Dann gehen wir jetzt nochmal zu dem Farmer und sagen ihm, dass wir tolle Werkzeuge im Laden haben. Oh, eine Katze. Die freut sich irgendwie. Okay. Alles klar, Katzi. Wenn du das sagst und dich freust, ist das doch schön. So. Gucken wir mal, ob wir ein paar Pilze finden können. Wahrscheinlich können wir hier in die Höhle auch irgendwann rein, wenn wir irgendjemandem geholfen haben. Also, und der sagt dann, oh, ich zeig dir unser Geheimversteck. Die Bärenhöhle oder so. Gibt auch keine Pilze hier. Warum gibt es hier keine Sachen? Das ist doch Mistig. Hallo Opa, wenn man älter wird, gehorcht einem der eigene Körper nicht mehr. Jung sein ist schön. Okay. Und Video? Wahrscheinlich, weil wir dem die Angel getickert haben. Oder nicht? Was machst du gerade? Ich unterhalte mich gerade mit dem Gott des Meeres. Mit dem Gott des Meeres also? Wie sie abgedreht, der Bursche. Verschlosse, da oben waren wir ja schon drin. Was haben wir hier noch für Häuser? Verschlossen und. Oh, da können wir rein. Das könnte die Werkstatt sein, ne? Ja, das ist Luck und Luke. Der Himmel ist ziemlich bewölkt. Sieht nach Regen aus. Will man nicht manchmal raus, gerade weil es regnet? Ja, genau. Komm und schau dich um. Okay, kaufen. Gucken wir mal. Erstmal gucken wir, ob wir irgendwie was bauen können per Auftrag. Was brauchen die denn da? Großer Laden. Ein 6x6 Felder großer Laden. Okay. Der kostet 3000 und ich brauche Zutaten Holz. Braucht 10 Holz für ein das Ding. Okay. Also die können meinen Laden erweitern. Habe ich verstanden. Das kaufe ich einmal. Das habe ich schon. Den haben wir schon mal verkauft. Sowas nehmen wir auch mit. Das haben wir alles schon mal vertickert. Und dann hier noch so. Ein Radiergummi, okay. Schreibtinte. Nähset, Notizbuch. Öl, Briefset, Feuerholz. Was geht denn hier ab? Okay, ich denke, wir haben genug hier drin in der Tasche. Da haben wir erstmal wieder einiges zu vertickern im Laden. Okay. Aber jetzt wissen wir, wo wir unseren Laden erweitern können. Das ist super, super wichtig, finde ich. So, dann reden wir jetzt erstmal mit dem Burschen nochmal. Hallo Sevo, du bist ja auch so früh schon auf. Ich wollte gerade angeln gehen. Ich möchte Köder haben. Hast du Köder? Gibt es in deinem Laden keine guten Sachen für Angler? Du kannst mich alles rund ums Angeln fragen. Der babbelt ein bisschen viel Scheißdreck. Frühstückst du auch immer gut, wenn du noch nicht gegessen hast? Komm und iss bei mir. Okay. Wenn du das gerne so haben willst. Aber wir haben jetzt wieder. Oh, wer bist du denn? Die hat auch einen Ponchikal. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen.
Du heißt also so Ivo und führst einen Laden hier im Dorf? Ich heiße Sue, ich bin eine Hexe, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, was denn auch sonst? Wir freuen uns auch. Was ist denn das für ein Plüschvieh? Magis, sei nicht so unfreundlich. Das ist echt gemein. Aber guck dich doch mal an, so rund und plüschig. Haha. Na und, du bist doch selber nur eine schlechte Kopie von mir. Jetzt beruhigt euch doch wieder. Ich hab's, Ivo. Du hast doch einen Laden, oder? Ich weiß, wie wir die beiden dazu bringen können, sich anzufreunden. Ich werde einen Drang herstellen. Kannst du die Zutaten beschaffen? Ich brauche mysteriöses Kraut und wundersames Pulver. Melde dich einfach bei mir, wenn du die Zutaten zusammen hast. Okay, alles klar. Das wird zwar eine Weile dauern, bis ich so ein verrücktes Zeug hab, aber ich werde mich melden. Oder vielleicht auch nicht. Gut. Was hast du zu erzählen? In letzter Zeit kommen Insekten in unser Haus. Die kommen immer zu mir. Wieso nur Insekten und keine Menschen? Tja, Mädel, keine Ahnung. Tut mir leid. Nein, dann haben wir schon mal den Lack und den Luke. Der ist schon mal sehr gut. Sind wir hier? Hier will ich auch hin. Möchte nämlich hier zu dem Kali. Um dem zu sagen, dass wir tolle Werkzeuge in unserem Laden haben, die er gut für seine Farmarbeiten gebrauchen kann. Sieht nach Regen aus, bla bla, so früh schon arbeiten. Wenn man so gut ist wie ich, gibt es kein Gemüse, das man nicht anbauen kann. Was, ich bin beschäftigt. Nutze die Sachen aus seinem Laden auch für die Feldarbeit. Wenn man so, bla bla, muss wahrscheinlich einfach warten, bis er bei mir dann im Laden war, damit er es selber sieht. Deswegen werden wir jetzt erstmal wieder zu unserem Laden gehen, denke ich. Wenn der reinkommt, müssen wir alle Feldsachen, die wir haben, irgendwie draufpacken. Oh, was bist denn du? Herbie, bleib hier! Herbie! Herbie! Hallo, heute spielen wir wieder auf dem Dorfplatz, du darfst auch mitmachen. Man sagt doch, Morgenstund hat Gold im Mund, aber wie viel Gold? Das ist die Frage. Was ist mit dir, Mädel? Ich denke, dass meine Mutter sich jeden Tag gut schlägt, naja, bei so wenigen Kunden. Alles klar. Vogelscheuchi, was hast denn du heute zu sagen? Bist du hier, um dir Geschichten von mir anzuhören? Eigentlich nicht. Lass uns spielen, was? Heute musst du auch arbeiten? Schade. Alles klar, gehen wir mal wieder in unseren Laden, würde ich fast sagen. Ist wieder selbe Mist. Mit den Insekten. Also richtig was an Obst und Schiss haben wir nicht gefunden. Bissi mistig. Ja, was soll's. Gucken wir mal, dass wir wieder in unserem Laden hier abgehen. Selbst meine Freunde sagen, dass nichts furchterregender ist als die Ehefrau. Ups, das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt müssen wir erstmal Zeug hinlegen. Tun wir hier nochmal so einen Top hin. Top, sag, cool. Zurück bitte. Den Topf hätte ich gern. Legen. Preis machen wir mal Radiergummi mal für 70. Top lassen wir erstmal noch. Wir haben halt nichts zu futtern, irgendwie jetzt für die armen Menschen. So richtig. Nur dieses komische Kraut. Und ich glaube, da stehen die nicht so derbe drauf. Du bist doch wieder der Händler, ne? Ich habe keine Kohle für dich, tut mir leid. Oh, jetzt ist mein Laden aber richtig gerappelt voll hier. Kauf mal einer den Stein da, bitte. Du bist doch so jung, bla bla. Ich backe heute mit meiner Tochter zusammen, macht Backen doppelt so viel Spaß. Oder oh, kaufst du ein Radiergummi? Perfekto. Guck mal, dass wir den Topf dahin tun. Schauen wir mal, ob die den Topf vielleicht kauft. Vorstelle könnte ich es mir. Nö, wohl nicht. Die wollte wohl eher Backzutaten haben. Ich weiß immer, was dem Angebot ist, aber heute darfst du es mir sagen. Hehe. Okay.
Glaub nicht, dass er irgendwas hier davon gebrauchen kann. Tut mir ein bisschen leid, mein Bub. Aber war einfach nichts Interessantes für euch. Wir müssen echt ein bisschen mehr darauf achten, dass wir auch ausgewogene Sachen dann da haben. Im Laden. Was soll ich heute kaufen? Das teuerste bitte, damit wir wieder ordentlich Kohle haben. Den Topf kannst du auch nehmen, ist kein Thema. Na nur, was wollte ich hier eigentlich? Naja, egal. Ja, solange du was kaufst, ist mir das auch egal. Ich denke, der Topf ist vielleicht mit 100 ein bisschen zu teuer. Machen wir mal nur 20 mehr. So ein hübscher Stein für dich, oder? Na, ich habe leider keine Kohle für dich, mein Freund. Guck, was du so gehabt hättest. Na, es tut mir leid. Kann ich mir nichts leisten von. Eieiei, Opa, hier, du bist doch einer, der kauft sowas. Wie die alle essen wollen und ich nichts zu essen habe, ist ein bisschen scheiße. Eieiei, wir tun das hier mal weg. Gucken, dass wir das Grünzeug dahin tun. Wenigstens irgendwas Grünes auf dem Tisch liegen haben. Sonst vergraule ich mir ja meine ganzen Kunden hier. Sind ja kein Werkzeugladen. Oder wird das erste Grünzeug schon vertickert? War ja wieder klar. Meine Mama sagt, dass ich im Laden nicht rennen darf. Nimm den Topf mal mit für deine Mama. Der gibt ordentlich Cash. War so klar, wie immer nur den günstigen Mist kaufen. Und dann auch noch böse sind, wenn ich es nicht habe. Ganz schön dreist. Muss ich sagen. Die kauft den Topf, die Oma. Perfekt. Weg damit. Können wir wieder den Hammer oder so wieder rauslegen? Die Bürste, die können wir doch mal hin tun. Die Bürste könnte ich mir auch vorstellen, dass sie jemand haben will. Zum Putze. So, schauen wir mal. Der will nix. Was mit dir? Der Laden hat einen guten Einfluss auf das Dorf. Mal weiter so. Ja, natürlich. Habe ja auch sonst nichts weiter vor. Natürlich das Grünzeug, wie immer. Einmal Grünzeug, bitte sehr. Und nochmal Grünzeug, kein Problem. Da habt ihr wieder eins. Also das sind echt so Ladenhüter hier, die Sachen. Da sollten wir weniger von kaufen, sondern das erst so richtig forcieren, wenn wir mehr Platz im Laden haben, denke ich. Weil das Grünzeug und so, das geht wunderbar, bringt aber halt keine Kohle. Ein bisschen ärgerlich. Ja, meine Kleine. Was geht ab? Grünzeug nehme ich an. Ja, warum denn nicht gleich so? Zwei Grünzeug haben wir noch. Wie die da alle so steil drauf gehen, das ist der Wahnsinn. Das Omche könnte auch die Bürste kaufen. Wobei das so eine mittelalte Dame ist. So richtige Omche ist das ja gar nicht. Aber auch einmal Grünzeug.
Kein Problem. Und nochmal grünes. Den Stein kannst du gern mal kaufen. Dass wir ordentlich Kohle scheffeln. Liebes Omge. Na, die nimmt eh das Grünzeug. Oder die Böscht. Ne, das Grünzeug. Versuchen wir es doch mal mit der Angel wieder. Die ging ja immerhin schon mal weg. Ja, mein guter Herr, was hätten Sie denn gern? Bissi Gartenarbeit zu tun, oder wollen Sie bei Ihrer Frau was schenken, oder wollen Sie ein bisschen Freizeit mit der Angel erleben? Ich hab alles für Sie. Er will aber nichts von alledem. Das ist eine echte Omche. Ich brauche einen Schrittzähler. Aha. Wozu braucht die Oma den Schrittzähler? Will besser gar nicht wissen. Nimm lieber die Böscht. Kannst du schön putzen. Ein Opa. Ja, ihr beiden. Die will wohl nichts. Das ist der, der noch sagt, ich bin jung. Die sie alle nichts kaufen wolle, weil ich kein Grünzeug mehr hab. Bissi mistig. Die warten dann mal noch ab. Und wenn die nichts kauft, dann ist auch egal. Dann beenden wir nämlich den Tag und gucken, dass wir am nächsten Tag wieder Grünzeug sammeln gehen. Bevor wir unsere ganzen Kunden hier vergraulen. Dann machen wir aber auch einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.